Meine Freunde, ganz wichtig, wir müssen eine Spendenaktion starten. Es ist wirklich ganz, ganz verheerend. Also, es können die Betroffenen einem wirklich leid tun. Ich habe vor 2 Monaten bereits darüber berichtet und die Ernsthaftigkeit sieht man mir hoffentlich an. Unsere geliebten Bundestagsabgeordneten werden dieses Jahr tatsächlich weniger pro Monat an Geld bekommen. Nicht verdienen in Klammern, sondern bekommen. Es ist tatsächlich so, denn einige von euch wissen das, die Bundestagsdiäten sind gekoppelt an den Nominallohn. Und mir wurde erwartet, dass dieser im Vergleich zum letzten Jahr um 0,6% sinken würde. Jetzt haltet euch fest, es sind 0,7%. 0,7%, das ist so immens, das ist der Wahnsinn. Schlichtweg in Zahlen bedeutet das, zum 1. Juli wird die Bundestagsabgeordnetendiät von 10.083,47 € auf nur noch, haltet euch fest, wie wollen die denn überleben? Das schaffen die doch gar nicht. 10.012,89 €. Also um 71 Euro, satte 71 Euro weniger, satte 71 Euro bekommen die armen, armen Abgeordneten weniger. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie soll man denn nur noch mit 10.012 Euro auskommen? Wie soll man denn da ja, schöne Feste feiern, schöne Abendessen verbringen? 71 Euro, Wahnsinn. Die stecken richtig ein, muss man sich mal überlegen. Also, wenn ich mit Freunden und Bekannten spreche, die von der Krise aus dem letzten Jahr, genauso wie auch ich, so hart getroffen sind, dass man fünfstellige Umsatzeinbußen hat, dass man arbeitslos geworden ist wegen der Situation, der Maßnahmen, wenn man in Kurzarbeit ist, das ist alles nichts. Das ist Lappalie. Lappalie gegen, sage und schreibe, 71 Euro pro Monat. Schreibt eure Meinung in die Kommentare.